Ja, hallo, da bin ich wieder mit Bärbes Wohn- und Deko-Ideen. Ich möchte heute eine ganz kleine Deko machen für meine Küche. Habe mal wieder gestöbert in meinen Schränken, was ich lange nicht benutzt habe und was da noch alles war. Bin da auch fündig geworden und zwar habe ich da zwei Hyazinthen, so Seidenhyazinthen. Langsam, dann stotter ich noch. So eine Perlhyazinthe und eine andere. Dann habe ich hier zwei Gläser gefunden, habe noch ein bisschen Moos, ein paar Kieselsteine und hier so einen Topfschrubber. Und da werde ich jetzt mal was draus machen. Für meine Perlhyazinthe habe ich mir jetzt dieses Glas ausgesucht. Und zwar mache ich jetzt ganz einfach nur ein bisschen Moos um diesen Plastiktopf. Nicht mehr sieht. Auch noch ein ganz bisschen. Das alles schon bedeckt. Dann nehme ich nur noch ein bisschen von meinem weißen Kiesel. Verteile das so ein bisschen. Und viel mehr würde ich da gar nicht tun wollen an dieser Geschichte. Nur noch ein paar Kieselsteine vielleicht, aber dann ist auch gut. So. Das wäre schon mal eine Sache. Für die andere mir jetzt überlegt, um den Topf zu überdecken. Also A muss ich, um das da reinzukriegen, diese Blätter ein bisschen nach unten biegen. Und dann habe ich diesen Topfschrubber. Den mache ich jetzt da mal drum. Kann man auch Weihnachten gut machen. Aber ich finde zu Silber oder so passt das auch immer mal gut. Das ist schon alles. Wir machen heute hier die schnelle Nummer. Auch ein bisschen Kies oben drauf. Jetzt brauche ich das dann mal drüber machen, sofern das dann alles darunter geht. Hinbiegen und vielleicht noch mal ein paar Kieselsteine drauf. So, das wäre aber auch schon mal alles. Dann habe ich hier noch einen Kerzenhalter, der hat so ein paar Geweihe hier unten. Da habe ich eine graue Kerze. Und wenn ich das jetzt alles so zusammenstelle, dann habe ich ja schon mal eine ganze Deko. Als Hintergrund zeige ich euch jetzt gleich nochmal, werde ich dieses Bild hier nehmen.
Das habe ich mal selbst gemalt, aber ich zeige euch das gleich nochmal. Ja, und zu diesem Bild, diese kleine Winterlandschaft, die ich selbst gemalt habe, möchte ich nochmal sagen, denkt nicht, ich halte mich jetzt hier für eine Künstlerin. Bei mir ist es einfach so, ich mache mir immer Deko, ich male mir Deko, so gut ich kann. Das ist für mich dann immer gut genug, Gott sei Dank für meinen Mann auch, der lässt mich dann. Aber sicherlich werden andere das vielleicht nicht so toll finden, aber ich mag das. Ich mag das, wenn ein bisschen Seele zu Hause ist, und ich finde, jeder sollte sich mal trauen, irgendwie sowas zu machen. Das ist alles gar nicht so schwierig, und so schlecht finde ich das doch gar nicht. Wenn ihr es auch einigermaßen schön findet, würde ich mich schon über Daumen hoch freuen. Danke!